Hey Leute, ich bin's Elvomir und heute mit diesem mobilen Baukran für euch, den ihr ganz einfach nachbauen könnt. Und das werde ich euch jetzt zeigen, wie. Alle Items, die ihr braucht, sind in dieser Kiste. Und dann beginnen wir gleich mal hier mit den Rädern. Erstmal zwei Räder, zwei Kohleblöcke mit einem Knopf dran. Kurz alle Items zusammensuchen. Ja. So, dann kommt hier in einer Form von einem T diese Wooden Slabs, und dann brauchen wir hier noch die Anvils. Oh, hier welche hinkommen, und dann kommen als nächstes hier sind zwei und da drei frei. Dann kommt das hier über Kohleblöcke rein. Und dann füllen wir das hier mit den Slabs. Als nächstes machen wir überall einen Knopf dran und drücken überall einmal drauf. Nein, natürlich nicht. Aber wir bauen überall einen dran. So, dann haben wir hier 1, 2 und da 3. Mag zwar jetzt ein bisschen komisch aussehen, aber später sieht er so geil aus. So, dann die Kabine mit 3x3 Blöcke. Hier 2 hoch, da 2 hoch und hinten zu. Das nächste ist ja einfach so, das könnt ihr offen lassen, könnt ihr auch zubauen. Ich baue es jetzt einfach mal zu, so wie bei dem. Und dann hier sind die Teppiche. Kommen hier 3 graue Teppiche so hin, also auf jeder Seite. Als nächstes kommt hier noch ein Amboss hin. Dann wird das hier da hier auch so ein T-Stück mit Slabs gebaut. Und als nächstes kommt eine Cobblestone Wall mit einem Dark Oak Fence drauf, was hier dann so schön Auspuff wieder macht. So, dann machen wir hier schon mal ein Schild dran und da schon mal ein Schild und vorne noch ein Schild. Dann brauchen wir Leitern und Knöpfe. Knopf, Leiter, Knopf. Item Frames dahinter. Dann haben wir die Kabine soweit schon mal fertig. Als nächstes brauchen wir Yellow Stain Clay, wo wir dann hier alles vollfüllen bis hier. Hier kommt nun ein Hopper, der hier so reinguckt, und darauf ein Block. Dann kommen als nächstes hier 3 Blöcke. Dort einer und dort einer, glaube ich. War das so? Ja, genau. Und so, dann habt ihr so eine komische Form. Hier kommt jetzt noch so ein Chiseled Stone Brick rein. Und hier ein fettes Glas. So, haben wir hier vorne die Spiegel vergessen, sehe ich gerade. Spiegel und Spiegel. So, sehr schön. So, als nächstes bauen wir, was machen wir? Machen wir hier ein Holzknopf so und dann so noch zwei hin, eine Leiter darüber, dann kommt hier hinten ein Hebel dran, hinten kommen noch 2 Teppiche drauf, so, und dann kommt eine Wooden Trapdoor hier so dran und ihr klappt die einfach auf. So, dann kommt da drüben noch eine Leiter dran, hier 2 Knöpfe, eine Eisendruckplatte braucht ihr noch. Und dann braucht er hier nochmal die, und dann kommt da einer hin. Das heißt, es kommen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne, 8, 8. Dann, und dann braucht er ein Chisel und diesen Polished Endocyte. Und dann kommt einfach so dran. Steindruckplatte drauf. Ein Steinknopf auf der und auf der Seite. Und zu guter Letzt fehlen nur noch die... Na, die Schienen hier drauf, die bis hier hingehen. Ja, und das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall noch eine positive Bewertung da. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao!